Hallo und herzlich willkommen bei ISO. Wir haben ein Problem und das ist groß und fett und hat einen langen Hals. Ich habe auch einen ganz schön langen und fetten Hals gerade. Also gehen wir uns wirklich auf den Nerv. Herzlich willkommen zu Neues aus ISO Teil 2. Wir sind hier auf ISO. Ich werde mir aber mal gerade einen Ort suchen, wo ich... Der Paracer bewegt sich. Warte mal. Schatzi? Schatzi bleibt da. Was? Nein. Warte. Nein, Nikita, bleib hier. Mann, ey. Alter. So. Der Brotto, ich weiß nicht, der schiebt uns hier alle so von rechts nach links. Mittlerweile hat er es auch vom Balkon runter geschafft und das hier ist unsere Minibase. Mit ja so einem kleinen, hier die Base, die Hauptbase und hier nochmal so ein kleines Häuschen zur Quarantäne, sag ich mal, weil es hier ziemlich viele Blutegel gibt und man öfters mal angehopst wird. So, ich werde mir jetzt aber mal einen ruhigen Ort suchen, wo ich nicht angefallen werde und wo ich in Ruhe streamen kann. Was nehmen wir denn mal? Ich würde hier gerne hochfliegen. Das ist schön da oben. Damit wir hier auch in Ruhe erzählen können und nicht das ganze Gestampe offen. Oh. Hallo. Hallo. Cool. Hallo. Oh, der Fondosier. Cool. Geilo. Schön. Dass man die hier auch findet, das hätte ich jetzt so. Okay, ist cool, finde ich klasse. Gut, guck doch mal bitte geradeaus. So, sehr schön. So, jetzt habe ich natürlich den Flieger hier vor der Nase, ist natürlich nicht so doll. Wenn ich hier aber runterspringe, habe ich möglicherweise ein Problem. Okay, ich fliege mal da unten hin, da habe ich mehr Platz. Jetzt müsste man das eigentlich nutzen, dass man hier so ein Level Up hat gerade. Damit ich meinen Flieger noch ein bisschen leveln kann. Okay, ich bin gleich wieder da und dann erzähle ich euch was. Tschüss! So, da bin ich wieder. Ich müsste mir wirklich mal die Haare schneiden. So, wir wollen heute mal so ein bisschen die Neuerungen, die auf ISO hochgekommen sind, ein bisschen bequatschen. Und erläutern. Also die Map entwickelt sich ja mit rasendem Tempo stetig weiter. Also mal im Gegensatz zu anderen Maps ist das echt der Hammer. Da kommt ja echt fast alle zwei Tage irgendwas raus. Und die neuen Dinos sind zwar noch nicht drin, in Klammern Suchomimus oder Baryonyx oder wie ihr sie gerne nennt. Das ist noch nicht mit drin, kommt aber bald. Und was ich aber mitbekommen habe, ist, dass einige Suchomimus und Baryonyx über einen Kamm scheren und meinen, das ist dasselbe Tier, ist es nicht. Die gehören zwar zur selben Familie und gehören auch zur selben Gattung, aber sind zwei unterschiedliche Spezies. Wo man natürlich sagen muss, wenn sie zur selben Gattung gehören, sind die Ähnlichkeiten natürlich sehr frappierend. Also da kann ich gut verstehen, dass der ein oder andere das denkt, das ist dasselbe Tier, aber nein. Suchomimus und Baryonyx sind zwei verschiedene. Hatte ich nur mal, glaube ich, bei Dextro23 im Chat gesehen und habe mich hier so ein bisschen, wollte das nur mal klarstellen. Weil ich ja weiß, dass auch ein paar Leute vom Dextro23 Kanal bei mir mit drauf sind. Oder weiß ich nicht, kann sein, möglicherweise. Und jetzt geht's aber weiter. Tut ja auch nicht zur Sache. Wir wollen ja auch über die Map sprechen und nicht über irgendwelche Dinosaurierverwandtschaften. Es gab hier am Anfang so einige Bugs, wie zum Beispiel, dass Feuerstellen irgendwie ziemlich verbuggt waren. Also ich habe teilweise mit meinem Kumpel, mit dem ich hier drauf spiele, das Problem gehabt, dass wenn wir Primeat in die Feuerstelle gepackt haben, dass da nicht rein wollte, also es ließ sich nicht reinziehen. Hat aber dann irgendwie wieder bei einer anderen Feuerstelle funktioniert. Das heißt, also teilweise hat es funktioniert, teilweise nicht, aber es kann auch an der Feuerstelle liegen, dass sie sich irgendwie mit den Strukturen in der Nähe nicht vertragen hat. Ich weiß es nicht. Da waren die Strukturen böse zu ihr. Und dann hat sie rumgetitscht. So. Nee.
Und naja, und das Holz in den Feuerstellen ist auch ziemlich schnell verbrannt, muss ich sagen. Das war so im Sekundentakt eigentlich, dass ein Holz immer wieder verschwunden ist. Und ja, was haben wir noch? Das hat sich jetzt aber, glaube ich, auch wieder gegeben. Also es war am Anfang ziemlich schlimm, da war es fast jedes Mal so und jetzt aber nicht mehr so. Das ist sehr schön. Zum einen seht ihr ja auch, dass die Farben der Tiere auf den White Shawls ziemlich heftig sind. Dort hinten seht ihr übrigens gerade einen blauen Weifer. Warte mal, Nikita, komm mal her. Wir fliegen mal kurz hin. Der hier. Also die sind jetzt seit neuestem auch mit drin und ziehe ich das jetzt vor, der sieht deutlich geil aus, oder? Und macht euch keine Sorgen. Die Viecher greifen nicht an, es sei denn, ihr greift sie an. Dann ist das nochmal was anderes, aber der ist ja echt mal genial, oder? Wow. Der scheint auch irgendwie nicht ausgewachsen zu sein, ne? Also ich habe die irgendwie größer von Scorched Earth in Erinnerung. Level 14. Muss auch mit dazu sagen, dass sie nicht angreifen, sonst wäre ich hier nicht hingeflogen. Der greift mich nicht an, der ist erst passiv und aber wenn ich den jetzt angreife, tue ich das aus Versehen oder in welcher Form auch immer geartet, dann greift er auch an. Oh, wie schön bunt der auch ist, ne? Das hat jetzt, muss ich aber mit dazu sagen, nichts mit den Mods zu tun, die ich jetzt möglicherweise drauf habe. Die habe ich auch drauf, aber ich habe keine zu den Farben drauf. Keine mal zu den Farben. Ihr seht hier unten der Tapejara in seinem schrillen Rot, was schon fast pink aussieht. Das ist schon klasse. Das hat mich auch das erste Mal ziemlich erstaunt, als ich hier gebaut habe, dass das so heftig war. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Wie gesagt, ich habe ja auch am Anfang übelst Panik geschoben. Ich habe hier meine Base erbaut, dort hinten unten. Und hab gegenüber dann direkt so einen pinken Weifern gehabt. Da habe ich gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Ich hatte hier lediglich einen Dilo und so einen kleinen Frosch bei mir in der Base stehen. Und ja, die hätte der natürlich dicke platt gemacht, egal mit welchem Level. Und ja, da habe ich dann bei Isolde übelst Panik geschoben. Ey, was soll ich machen? Ich würde gerne Plant Species X, weil ich muss mein Haus verteidigen und so. Und sie so, ja, mach dir keinen Kopf, die sind passiv, es sei denn, du greifst sie an, also alles gut. Und ja, und ich so, okay, cool, alles klar. Ja, und was kann man dazu noch sagen? Wo die Weifern herkommen, aber ich nehme fast an, die spawnen hier, oder die spawnen mal wieder, die spawnen hier natürlich. Es gibt natürlich noch einige Sachen, die mit neu reinkommen, wie zum Beispiel Wetlands nochmal und die ausgedehnte Savanne und Wüstenbiom kommt auch noch mit dazu. Das Schneebiom ist auch noch nicht ganz bearbeitet. Redwood Forest kommen noch. Also da kommt eine ganze Menge. Wir befinden uns auch momentan bei 31% Fortschritt auf der Karte. Und ja, da kann noch einiges kommen und da wird auch noch einiges kommen. Auch wenn die hier arbeiten wie die Bescheuerten an der Map. Dort hinten das Braune, das ist schon das Redwood-Biom, was sich so andeutet. Das ist aber noch sehr, sehr, sehr rudimentär. Ist einfach nur eine gerade hochgezogene Fläche, mehr nicht. Ja, dort hinten leuchtet schon das Desert-Biom in sehr schönem Rotton. Und ja, bin mal gespannt, wann das alles hier soweit fertig ist. Es gibt so einige Sachen, die mich an der Map überaus erstaunt haben. Zum A war es ja schon die Farbe. Dann war es der einzigartige Soundtrack für die Map. Jetzt wird es natürlich dunkel, das ist natürlich bescheuert, aber naja. Können wir gleich mal gucken, wie hier die Kristalle leuchten und der Weifern dort hinten leuchtet natürlich auch. Fragt man sich natürlich, ey, wie kommt denn das alles, dass das hier so krass ist? Und es hat alles irgendwie, es hängt alles miteinander zusammen. Habe ich hinterher noch mehr gestaunt, als ich das am Anfang überhaupt getan habe. Hier die Kristalle, die ihr seht, die könnt ihr abbauen. Das ist zum Teil Kristall, aber eigentlich mehr Salz als Kristall. Und ihr habt jetzt vielleicht auch gerade die Musik gehört. Die ist auch nicht vom Mod, die ist von der Map selbst.
Da haben sie sich die Mühe gemacht, nochmal einen eigenen Soundtrack für morgens, mittags und abends Musik zu machen. Ja, das ist der Wahnsinn. Und wie ich jetzt drauf komme, also ihr seht ja, dass die Kristalle leuchten. Das hat einen bestimmten Grund. Und es hat auch einen bestimmten Grund, warum man hier aus einigen Ressourcen oder Bäumen oder Steinen auch immer mal wieder Anglergel bekommt. Das hat mich selber gewundert. Ich habe mich gewundert, Anglergel, das bekommt man doch eigentlich nur von Anglerfischen, ne? Also auf Sea Island war es ja so, man musste in die Tiefsee tauchen, sich die Anglerfische krallen und totschlagen. Ja, und habe jetzt leider auch keine Fackel hier, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber dann können wir hier mal so ein bisschen die Kristalle leuchten sehen. Ja, die pulsieren auch, sehe ich gerade, die Kristalle. Also die haben so ein reges Eigenleben. Ja, wie kommt das? Das ist eigentlich, warum bekomme ich denn hier Anglergel aus den Ressourcen? Und dann irgendwann, ich habe für euch ja auch nicht nur die Map-Beschreibung durchstöbert, sondern auch das, was in den Kommentaren geschrieben wurde. Da steht nämlich einiges mehr drin, als das, was in der Beschreibung steht. Zum anderen, dass hier eigentlich komplett alles untertunnelt ist, mit einem riesigen Tunnelsystem, was sich von den White Shoals, wo wir uns hier gerade befinden, also diesem Truppengebiet mit den blauen Kristallen, von den White Shoals unterirdisch bis zu den Amber Falls, was dort ist, wo der Vulkan mit dem großen Drachen drauf ist, wo der große Drache drauf ist auf dem riesigen Vulkan, den kann man eigentlich nicht übersehen, bis dorthin und da streckt sich eine unterirdische Höhle und die ist voll mit Anglerfischen. Und daher auch manchmal die Möglichkeit, hier Anglergel zu bekommen. Wir haben direkt schon diverse Sachen, also bestimmt schon über 100 Anglergel bei uns im Inventar. So ein Rohstoff, wo du denkst, den kriegst du doch eigentlich kaum. Ja. Oh. Klasse. Und bis vor wenigen Tagen hat auch dieser Wettereffekt noch nicht funktioniert. Jetzt funktioniert er einwandfrei und ich bin sehr glücklich darüber. Ansonsten war hier strahlend heller Sonnenschein und Regen und Gewitter. Das war irgendwie sehr eigenartig. Also das Wettersystem wird noch so ein bisschen überarbeitet. Das habe ich vergessen. Wir haben die Farben, wir haben die Musik, wir haben Scorched Earth Inhalt jetzt auch zum Teil mit 10 Bar reifern. Muss ich mit dazu sagen, teilweise waren die sogar 10 Bar. Was aber, glaube ich, eher einem Bug oder einem Fehler zu verdanken ist in den Settings der Wipern. Isolde meinte, es gab auch schon einige, die wirklich ganz nach ganz normalem Verfahren einen Wipern gezähmt mit Prime Meat haben. Also mit Prime Meat einen Wipern gezähmt haben, damit man es mal grammatisch korrekt ausdrückt. Und das ist ja sowas von der Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bei einigen wird angezeigt, wenn sie den Wipern betäubt haben, dass der only tameable when awake, also while awake, also dass sie dann dafür aufwachen müssen. Es gab aber irgendwie kein E für die Passivzähmung oder so. Das war alles irgendwie noch sehr verbuggt bei den Wipern. Das heißt, wenn ihr versuchen wollt, so ein Crystal Wipern hier zu zähmen, dann wird das wahrscheinlich nichts oder ihr habt Glück und habt so einen erwischt, dem ihr mit Prime Meat füttern könnt. Das waren nach Erfahrungsberichten vor allen Dingen die roten mit orange-schwarzen Flügeln. Müsst ihr mal gucken, ob er so einen findet. So, was gibt's noch zu sagen? Ich habe da natürlich trotzdem noch weiter nachgehakt, wie das jetzt mit den Plant Species X ist, wo man die bekommt, also die Samen dafür. Weil ich ja natürlich auch noch mein Gehege noch ein bisschen verteidigen möchte, weil hier ist es doch ziemlich gefährlich. Ich bekomme ab und zu mal Besuch von Caprosuchus und Suchomimus. Suchomimus. Die sind ja noch nicht drin. Ich meine Saprosuchus. Und die hüpfen ja natürlich auch gerne mal in die Base rein. Ich müsste die Mauer eigentlich noch höher ziehen, aber da habe ich momentan noch, bin ich noch nicht zugekommen. Und deshalb wollte ich mir erstmal diese Plant Species X holen. Habe ich gefragt, Mensch, wo gibt's denn die? Sind die überhaupt schon drin? Und ja, sind sie, aber es gibt sehr wenige. Bei den... Oh, es wird wieder hell, sehr schön.
zum einen im Dschungel mit den roten Kristallen, der auch seit neuestem erst reingekommen ist. Der ist dort in diese Richtung, wo ich gerade hingucke, da wo die Sonne gerade so wunderschön aufgeht, in die Richtung geht der Dschungel. Und da gibt es so rote Kristalle und diese roten Kristalle enthalten, wie ich selber schon rausgefunden habe, eigenartigerweise Blutegelblut. Finde ich aber sehr gut, muss ich sagen, weil von Blutegeln hier in der Gegend bekommt man ja auch eher weniger Blut, wenn man die mit Pfeil und Bogen abschießt. Und wir haben ja hier auch so viele. Das heißt, wir stecken uns hier auch regelmäßig mit der Krankheit an, mit dem Sumpffieber. Und ja, und die Ressourcen dafür sind natürlich auch nicht gerade häufig. Selbst mit Metallaxt und Picke bekommt man hier manchmal nur aus nur ein bis zwei Blumen oder Pilze aus einem Stein raus oder aus einem Baum oder Stein, je nachdem, müsst ihr dann fällen und dann bekommt ihr diese Blumen oder Pilze. Ja, wie gesagt, die sind sehr rar und ich habe mich dann wirklich sehr drüber gefreut, als ich in diesen Kristallen das Blutegelblut gefunden habe. Da können wir jetzt gerade mal hinfliegen. Ich nehme euch mal kurz mit. Ich hoffe, das macht euch nichts. Können wir da mal gucken. Ich bin jetzt momentan ziemlich voll. Ich glaube, wegen den Steinzaunfundamenten kann ich eigentlich rausschmeißen hier. Die können wir immer mal wieder bauen. Das ist kein Problem. So. Ist das hier ein bisschen leichter? Die lasse ich auch fallen. Die auch. So. Hier mal ein bisschen schneller unterwegs. Aber ich glaube, das liegt auch zum großen Teil daran, dass meine Rüstung so schwer ist. Vorher war ich nicht so schwer, da kann ich mich dran erinnern. So. Nimm. Und dann wollte ich mir natürlich auch hier den Paracer, den ich dort unten Mitte meiner Basis stehen habe, den Ernie, den wollte ich eigentlich mit einer schönen Plattform ausstatten und da drauf mobil die Pflanzen draufsetzen, also die Plant Species X. Muss aber mit dazu sagen, dass ich rausgekriegt habe, ey, das geht jetzt gar nicht mehr, dass die mobil sind. Normal geht das nicht. Jetzt muss ich doch tatsächlich nochmal landen. Glaube ich. Normal geht das nicht, aber ach ja, hier und hier oben findet ihr auch immer gerne Metall. Da könnt ihr dann, das sind diese leicht überwucherten Metallsteine hier. Und jetzt sind wir schon leuchten die roten Kristalle dort hinten. Und dort angeblich soll es auch die Plant Species X Seeds geben. Oh, hallo. Ja, das ist echt hier gefährlich. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, hier zu bauen. Aber die Ecke, wo wir da gerade sind, die ist relativ ruhig. Relativ. Gibt echt Schlimmeres. Aber es gibt dort keine Terror Birds und es gibt wenig Caprosuchus, wenig Sarcosuchus und... Ja, sind eigentlich ganz gut getroffen da hinten. Wir hatten schon mal ein Alu da, aber das war es dann auch schon. Ja, und ja, Isolde wünscht mir auf jeden Fall viel Glück dabei, hier die wenigen Pflänzchen für die Plant Species X zu suchen. Wenn ich irgendwann mal den Eingang zu der Anglergelhöhle finde, also zu der Anglerfischhöhle nenne ich es jetzt einfach mal, dann sage ich euch Bescheid. Ich nehme aber mal schwer an, dass die, also wie zugewuchert das hier auch ist, ne? Ich glaube, da kann ich echt suchen, bis ich blöd werde. Oh, jetzt ruckelt es gerade ganz schön. Boah, wie dicht bewaldet. Und, ja, hier wieder Metall, sehr schön. Cool. Oh, wie dicht bewaldet das auch ist, ja? Oh, ist das... Ach so, da wird irgendwas von Titanomyras angegriffen. Na toll, das ist auch natürlich das Gebiet, was so ziemlich gefährlich ist anscheinend. Oh je, oh je, oh je. Naja, da habe ich auf jeden Fall noch was vor. Und hier kriegt ihr Blutegelblut in Raummengen raus, ne? So 150 Stück war keine Seltenheit bei den großen Kristallen. Halte die Augen. Oh, natürlich die wieder. Das ist natürlich richtig schön gefährlich gerade. Kompis? Ja, Kompis.
Aber auch die Soundkulisse, ja, die müsst ihr euch auch mal geben, die ist so herrlich. Ist richtig gut ausgearbeitet einfach. Richtig gut. Also hier könnt ihr die dann finden, die Pflänzchen. Und der Dschungel hier, wie gesagt, ist neu dazugekommen. Hier könnt ihr euch auch mal austoben. Das muss ich die Tage dann auch mal machen. Und mal ein bisschen gucken, ob ich hier diese Plant Species X finde. So, ich fliege mal kurz hier hin und dann gucke ich ganz mal kurz. Ich habe, glaube ich, nichts mehr vergessen. Ach ja, in den Feuchtgebieten gibt es hier auch die Plant Species X. Das habe ich vergessen. Also, ja, wie gesagt, kann dauern, bis ich da was gefunden habe. Ja, und das Mysterium vom Angler, die habe ich euch auch schon erzählt. Nein, ich glaube, dann habe ich sogar alles. Wie gesagt, es kommt noch einiges dazu, wo können wir uns noch auf viel freuen und tschüss!